In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen geheimen Raum hier freischaltest in dem Agency-Bunker, wie man das Portal macht und ich zeige dir, wie du hier in der Brookhaven-Schule in diesen Geheimraum reingehen kannst und wie du hier diesen Feuerball aktivierst. Für den Raum mit den Stühlen müssen wir jetzt als erstes mal hier diese Studentenverbindung spawnen. Dann holen wir uns den Laptop raus und wenn die Studentenverbindung gespawnt ist, gehen wir da jetzt rein. So, einmal hier rüber springen, wir können da jetzt schon reingehen, auch wenn sich das gerade alles noch spawnt. Dann gehen wir hier unten in den Keller, drücken hier auf dieses Ding drauf, dann öffnet sich die Tür. Jetzt gehen wir nach unten, dann setzen wir uns auf jeden Stuhl einmal mit dem Laptop in der Hand drauf. Das ist ganz wichtig. So, das haben wir jetzt gemacht, jetzt fängt der Laptop an zu leuchten. Jetzt gehen wir hier in die Ecke, gehen da oben hin, drücken auf diesen Knopf. Jetzt laufen wir hier in diese Ecke und dann können wir hier in die Wand rein, nach unten fallen lassen. Und jetzt ist hier ein Laptop. Da müssen wir einmal an der Seite raufklicken. Am besten so von hinten. Ja genau, von hinten am besten raufklicken. So, und jetzt können wir wieder rausgehen und dann hier an der Tankstelle schnell zu diesem Agency-Bunker gehen. Also hier diese Tür rein. Dann machen wir Licht aus. Dann gehen wir hier rechts hin. Klicken hier auf diesen Button, geben dann das Passwort Markus Brookhaven ein. Dann müsstet ihr hier schon so ein Licht sehen auf der linken Seite. Und jetzt können wir hier reinlaufen und dann haben wir hier diesen Raum. Und der ist echt cool, muss ich sagen. Ich bin schon mega gespannt, was hier für ein Secret drin ist. So, und für die Würfel müssen wir jetzt ganz schnell ins Krankenhaus gehen. Und hier beim Krankenhaus gehen wir jetzt in den X-Ray Room. Jetzt gehen wir hier, springen wir hier hinter, gehen hier hin, drücken auf das zweite Blatt. Jetzt müsstet ihr einen Sound gehört haben. Dann sind wir noch nicht fertig im Krankenhaus. Wir müssen jetzt nämlich wieder rausgehen. Dann holen wir uns die Leiter raus. Leiter stellen wir hier hin. Jetzt springen wir hier oben aufs Dach rauf, rennen durch diese Glasscheibe durch, klicken hier auf dieses Poster drauf. Dann müssen wir schnell aus der Polizeistation die blaue Karte holen. Dafür können wir auch hier langlaufen. Und dann können wir die Abkürzung nehmen. Wir stellen nämlich einfach wieder eine Leiter hier vor. Dann springen wir da rauf, springen nochmal hoch hier rein, laufen an der Seite lang. Jetzt geht hier ein Weg rein, den laufen wir entlang. Jetzt gucken wir hinter diesen Kasten. Hier hinter diesen Kasten ist so eine blaue Karte, da klicken wir drauf. Jetzt haben wir die blaue Karte. Jetzt gehen wir wieder aus der Polizeistation raus. Und wenn wir das gemacht haben, spawnen wir uns ein schnelles Auto. Und mit dem Auto fahren wir jetzt ganz schnell zu dem Elektrizitätswerk. Und bei dem Elektrizitätswerk, wenn wir da sind, da müssen wir die blaue Karte vorhalten, damit wir da reinkommen. Das mache ich jetzt mal. Wir halten die blaue Karte in der Hand, gehen rein. Jetzt können wir hier auf das blaue Ding klicken, geben unseren eigenen Benutzernamen ein, nicht den Display-Name. Jetzt haben wir das Passwort freigeschaltet. Dann müssen wir hier diesen Schalter umlegen. Jetzt nehmen wir wieder die Karte in der Hand, gehen raus, setzen uns wieder in unser Auto rein. Jetzt müssen wir hier einmal um die Kurve fahren. Dann fahren wir hier links, hier rechts diesen Berg hoch. Dort befindet sich hier an dieser Stelle eine Kamera. Da müssen wir raufklicken, das machen wir. Da haben wir jetzt raufgeklickt. Und jetzt müssen wir ganz schnell wieder ins Rathaus reinfahren. Und bei dem Rathaus müssen wir einen Schalter umlegen. Das zeige ich euch sofort, wenn ich da bin. Ich bin jetzt hier bei dem Rathaus. Jetzt gehe ich hier rein. Ich lege jetzt mal den Schalter um, den rechten Danger-Schalter, der ist ganz wichtig. Jetzt legen wir den Schalter um und den Schalter um. Und den linken Schalter, den lassen wir so, das ist ganz wichtig. Jetzt müssen wir wieder rausgehen. Wir steigen nochmal ins Auto ein, fahren nochmal eben schnell zum Krankenhaus auf der gegenüberliegenden Seite, steigen aus, gehen wieder in den X-Ray Room. Jetzt springen wir hier rüber, gehen dahin. Unter dem Tisch drücken wir auf den blauen Button. Jetzt gehen wir raus und jetzt sehen wir hier, dass so ein brennender Würfel ist. Das ist nicht der einzige Würfel, den wir haben. Ich gehe jetzt mal wieder aus dem Room raus. Dazu gehe ich hier hin und klicke unter dem Ding auf den blauen Knopf. Jetzt zeige ich euch die anderen Locations der anderen kleinen Würfel. Die müssen wir nämlich anklicken, das ist ganz wichtig. Dazu spawne ich mir wieder mein schnelles Auto. Ich gehe da rein und jetzt fahre ich zur ersten Location. Die erste Location ist nämlich hier vorne an diesem alten Cleaners-Gebäude. Wir gehen hier rein. Jetzt laufen wir hier den Weg nach unten. Dann gehen wir hier rein in diesen Geheimgang. Dazu klicken wir auf die Lampe. Gehen nach unten. Jetzt sehen wir schon, ist ein Agency-Gebäude. Jetzt holen wir unser Bett raus. Ich habe mein Bett in der Hand. Jetzt lege ich das Bett da an die Wand, sodass man da halb durchgucken kann. Jetzt lege ich mich hier rein. Dann gucke ich raus. Und jetzt sehen wir hier so einen kleinen
Würfel. Ich habe jetzt kein Item mehr in der Hand. Jetzt klicke ich da drauf. Energy Capture One haben wir jetzt. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Jetzt müssen wir nämlich zur zweiten Location gehen. Es gibt nämlich insgesamt 7 Locations. Und die zweite Location ist ganz hier in der Nähe. Wir fahren da jetzt mal mit dem Fahrrad hin. Die zweite Location ist nämlich das Arcade. Und da müssen wir auch wieder unser Bett rausholen. Ich steige vom Fahrrad ab. Wir sehen hier auch an dem Kasten, dass es hier ein Agency-Gebäude ist. Wenn wir da gucken, das Agency-Logo. Jetzt springen wir hier rauf, legen das Bett da ran. Jetzt können wir hier uns reinlegen. Dann gucken wir mal. Jetzt nehme ich kein Item mehr in der Hand. Jetzt klicke ich hier rauf. Jetzt haben wir die Energy gecaptured. Jetzt fallen wir hier einmal runter. Und für die dritte Energy-Quelle müssen wir jetzt einmal in die Brookhaven-Bank reingehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir denselben Weg verfolgen. Wenn wir jetzt hier unten gucken, sehen wir wieder, ist ein Agency-Gebäude. Jetzt nehmen wir wieder unser Bett raus, legen das da an die Wand. Jetzt legen wir uns da rein, gucken einmal durch die Wand durch. Dann sehen wir, dass hier ein Würfel ist. Wir wählen wieder kein Item aus, klicken da einmal rauf. Jetzt haben wir die Energy ausgewählt. Die vierte Energy ist bei der Kirche. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt laufen wir hier wieder lang. Springen einmal hier rüber. Platzieren unsere Leiter. Da gehen wir rauf. Jetzt springen wir hier rüber. Dann springen wir jetzt einmal auf das Dach der Kirche. Dann wählen wir unser Bett aus. Legen das Bett hier hin. Legen uns in das Bett rein. Jetzt gucken wir durch die Wand. Dann sehen wir hier schon eine Energiespur. Jetzt klicken wir da hinten auf den Würfel. Der fängt an zu leuchten. Das war Energiewürfel 4 von 7. Der fünfte Energiewürfel ist ganz hier in der Nähe. Wir springen hier rüber, gehen einmal hier unten in die Ecke, steigen vom Fahrrad ab, wählen unser Bett aus, platzieren das wieder hier an die Wand. Jetzt können wir uns da reinlegen. Wir legen uns da rein. Jetzt gucken wir einmal hinter die Wand, wählen wieder kein Item aus, klicken darauf. Jetzt haben wir die fünfte Energiequelle ausgewählt. Und für die sechste Energiequelle müssen wir jetzt einmal in das Brookhaven Theater gehen. Gehen hier unten ins Kino, gehen hier bei der Tür hin, legen da unser Bett ran. Wenn wir unser Bett da rangelegt haben, können wir uns da reinlegen. Jetzt sehen wir hier wieder den Würfel. Da klicken wir rauf. Jetzt springen wir hier nochmal runter, damit wir nochmal sterben. Dann spawnen wir neu. Und wenn wir neu gespawnt sind, können wir jetzt hier in den Pool reinspringen. Da müssen wir jetzt einmal in den geheimen Tunnel reingehen, den ihr schon kennt. Jetzt hole ich auch nochmal zeitgleich meinen Laptop raus. So, jetzt seht ihr hier den letzten Würfel. Ich nehme meinen Laptop wieder weg, klicke darauf, wähle meinen Laptop in der Hand. Jetzt haben wir die Energy 7 gecaptured, wurden teleportiert und seht mal jetzt hier, der Bogen ist gerade schwarz geworden und da war eine Lichtquelle. Jetzt habe ich den Laptop in der Hand, der ist an und meine rechte Hand ist jetzt auf einmal schwarz am Leuchten. Wir spawnen jetzt einmal dieses Haus hier und wenn das gespawnt ist, gehen wir da rein, laufen nach oben und dann klicken wir hier rauf. Spring da hoch, jetzt werden wir hochgefahren, dann wählen wir uns diese Crystals aus, jetzt klicken wir hier wieder drauf, gehen einmal vor das Haus, dann steigen wir wieder in unser schnelles Auto ein, dann gehen wir jetzt hier zur Kirche, springen hier rüber, platzieren wieder unsere Leiter hier, gehen da rauf, springen rauf, gehen hier rüber, springen auf das Kirchendach, klicken hier rauf, jetzt fängt das an zu leuchten, jetzt gehen wir in die Kirche rein, wählen das Begräbnis aus. Jetzt gehen wir dahinter, klicken hier einmal auf diesen Knopf. Jetzt wurden wir teleportiert, ihr habt wieder dieses Licht gesehen. Jetzt können wir unseren Laptop rausholen und jetzt wird er connected sein. Der Laptop ist connected. Jetzt müssen wir einmal schnell ins Krankenhaus rübergehen. Dazu fahren wir hier wieder hin, platzieren unsere Leiter da, gehen hier hoch, gehen einmal hier zu dem Poster, klicken das an, dann können wir hier wieder rausgehen. Jetzt fahren wir einmal zur Bücherei. Ach ja, und was ich ganz vergessen habe, die Hashtag Barpo-Bande war in den letzten Tagen mega, mega hilfreich. Sie hat richtig viele Abonnenten dagelassen und das freut mich mega. Uns fehlen nur noch 1800 Abonnenten, damit ich mein Face-Reveal mache. Ich freue mich schon richtig auf mein Face-Reveal, also bitte alle schnell den Kanal abonnieren, die das noch nicht getan haben. Wir können jetzt hier auf jeden Fall auf das Buch klicken. Und jetzt holen wir unser Fahrrad wieder raus. Jetzt fahren wir nämlich zum Motel. Und wenn wir bei dem Motel sind, dann müssen wir einmal ein Motel aufmachen. Da gehe ich jetzt rein. Und wenn wir jetzt hier drin sind, können wir einmal unten auf das Buch klicken. Jetzt haben wir das Buch in der Hand. Dann klicken wir auf den Bilderrahmen. Jetzt gehen wir hier hinter den Nachttisch. Klicken einmal da auf diesen Knopf, der da ist. Jetzt können wir hier wieder in den Agency-Bunker reinfahren. Dann laufen wir hier einmal zur Seite.
Jetzt sehen wir auch, dass es hier blau leuchtet. Wir holen unseren Hammer raus. Wir haben den Hammer rausgeholt. Jetzt knien wir uns hier ran, bewegen uns ein bisschen und jetzt müsstet ihr hören, dass das so Geräusche macht. Dabei bauen wir diese Würfel ab. Jetzt kommt diese leuchtende Kugel. Das heißt, wir sind fast fertig. Wir gehen hier wieder raus. Jetzt gehen wir zum Brookhaven Bauernhof. Da sind wir jetzt. Dann müssen wir uns unsere Schaufel rausholen. Die habe ich jetzt in der Hand. Dann müssen wir hier zur Vogelscheuche gehen, an dem Zaun. Hier bei der Vogelscheuche befindet sich dieser braune Strich. Jetzt müssen wir die zweite Animation anmachen. Jetzt müssen wir bis 8.33 Uhr warten. Und dann kommt hier ein Vogel und dann bekommen wir eine grüne Keycard. Wir haben es 8.36 Uhr, jetzt ist der Vogel hier. Jetzt können wir ausbuddeln und jetzt haben wir sofort die Keycard in der Hand. Wir haben die Keycard in der Hand. Jetzt müssen wir zu dem Bauernhof hier gehen. Wir gehen hier hoch, klicken auf diesen Knopf drauf. Jetzt sind wir Level 1 Authorized. Jetzt nehmen wir wieder unser schnelles Auto. Dann fahren wir nochmal zu dem Krankenhaus. Und wenn wir jetzt bei dem Krankenhaus sind, steigen wir aus, gehen nochmal in den X-Ray-Raum, drücken hier nochmal auf den zweiten Zettel. Jetzt gehen wir wieder zurück, gehen wieder in unser schnelles Auto rein. Jetzt fahren wir nämlich zum verlassenen Haus von Brookhaven. Und wenn wir bei dem verlassenen Haus von Brookhaven sind, dann müssen wir einen Knopf drücken. Und wenn wir den Knopf gedrückt haben, dann müssen wir 7 Kristalle finden. Wir sind jetzt bei dem Haus. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt zwischen dem Kühlschrank und dem Rest ist ein kleiner Knopf. Da müssen wir raufklicken. Da haben wir jetzt raufgeklickt. Jetzt müssen wir einmal wieder zum Krankenhaus fahren. Und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt diesen Weg ganz genau nachmacht in dieser Reihenfolge. Das ist genauso wichtig wie vorhin bei den schwarzen Würfeln. Jetzt sind das nur diese Kristalle. Also ich vermute, dass das mit den Kristallen der alte und gute Weg ist und dass die Agency das mit den Würfeln böse nachgebaut hat. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf das Dach raufgehen. Wir platzieren unsere Leiter hier, springen hoch. Jetzt laufen wir hier lang, gehen diese Leiter hoch. Wir springen hier jetzt rüber über das Dach, laufen bis zum anderen Ende. Hier müssen wir jetzt einmal in der Ecke auf diese Kristalle klicken. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben erste Energy gecaptured. Jetzt müssen wir wieder zur Kirche gehen. Die Kirche, darüber gehen wir einfach über die Wohnungsauswahl. Jetzt gehen wir nicht auf das Kirchendach, sondern in die Kirche rein. Klicken hier hinter der Blume auf die Kristalle. Jetzt haben wir die zweite Energy gecaptured. Jetzt holen wir uns wieder unser schnelles Auto. Wir müssen nämlich jetzt wieder zurück zum verlassenen Haus. Also schnell dahin. Ich weiß, das ist ein bisschen umständlich, aber wir müssen diese Reihenfolge einhalten. Da vorne ist das verlassene Haus und jetzt sind wir wieder da. Wir gehen wieder rein und jetzt hier links ist einmal wieder ein Crystal. Da klicken wir rauf. Wir haben jetzt den 3. von 7 ausgewählt. Wir gehen wieder in unser schnelles Auto und fahren jetzt diesen Weg hier lang. Da oben befindet sich nämlich der nächste Crystal. Wir sind jetzt sofort beim nächsten Crystal. Und hier ist der nächste Crystal. Wir steigen aus, gehen in diese Ecke. Da befindet sich der. Wir klicken da drauf. Jetzt müssen wir einmal zum Pferdestall. Und da springen wir einfach schnell hin. Wir wählen wieder unser schnelles Auto aus. Steigen ein. Fahren jetzt einmal zum Pferdestall. Und beim Pferdestall in der Mitte befindet sich der nächste Kristall. Wir gehen hier rein. Gehen hier einmal dahinter. Klicken da drauf. Jetzt haben wir den 5. Crystal freigeschaltet. Jetzt müssen wir zum Haus 24. Da gehen wir einfach mit der Auswahl hin. Jetzt spawne ich wieder mein schnelles Auto. Ich steige wieder in mein schnelles Auto ein. Ich fahre jetzt zu dem nächsten Crystal. Das ist der vorletzte. Wir gehen hier hin, klicken da in die Ecke hin. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Bauernhof. Wir gehen zurück, gehen hier hin. Jetzt sammeln wir den letzten Kristall hier ein. Wir wurden teleportiert. Und jetzt haben wir diese andere Hand leuchtend. Wir wollten aber ja nicht nur die Hand hell leuchtend haben. Wir wollten sie auch schwarz leuchtend haben. Und deswegen müssen wir jetzt zum Spawn fahren. Wir sind jetzt hier am Spawn. Wir springen nochmal in den Pool rein. Jetzt sind wir reingesprungen. Wir schwimmen hier unten in das Secret. Dann klicken wir auf den Würfel. Energy 7 haben wir gecaptured. Ich hole den Laptop raus. Jetzt wurden wir hier wieder teleportiert. Den Bogen haben wir vorhin schon gesehen. Jetzt haben wir wieder die Power der Agency erreicht. Und deswegen gehen wir jetzt zu Torn Hall. Das ist hier vorne. Ich hole mein Fahrrad raus, damit das schneller geht. Jetzt fahren wir in das Haus rein. Gehen hier hin und haben schon von vorhin hier dieses Ding aktiviert. Jetzt seht ihr aber, dass wir hier schon flackern. Wir haben hier einmal das Schwarze und einmal diesen hellen Effekt.
Wir gehen hier nochmal in das Krankenhaus rein. Jetzt gehen wir hier in den X-Ray-Raum. Jetzt gehen wir hier runter, drücken auf den blauen Knopf. Wir wurden teleportiert und jetzt haben wir beide Hände leuchtend. Die eine flackert sogar. Jetzt gehen wir hier runter, klicken nochmal auf den blauen Knopf. Jetzt hole ich meinen Laptop wieder raus. Und jetzt schwimmen wir einmal hier weg. Jetzt haben wir einen neuen Text in dem Laptop. You have achieved. The power of the agency needs to advance the next step. You are a useful soldier. Also wir sind jetzt ein Soldat der Agency. Wir sind jetzt also die bösen Leute, weil wir das gemacht haben. Wir legen die Schalter nochmal um, sodass wir jede Kombination hatten. Jetzt müssen am Ende diese Kombination da sein. Jetzt fahren wir nochmal mit dem Fahrrad zur Brookhaven Schule. Und wir gehen durch die Brookhaven Schule durch, in das Auditorium. Hinter dem Auditorium gehen wir die Leiter hoch. Jetzt sind wir die Leiter hochgegangen. Und am anderen Ende sehen wir jetzt hier, dass eine Tür aufgeht. Jetzt können wir hier einen Code eingeben. Der Code dafür befindet sich in der Schule. In der Schule kann der Code an mehreren Stellen sein. In irgendeiner Pflanze kann der sein. Typischerweise ist der Code hier oben. Der kann aber auch an einer anderen Pflanze sein. Wir gucken als erstes mal hier. Hier befindet sich kein Code. Jetzt gucken wir hier an dieser Pflanze. Hier befindet sich auch kein Code. Das heißt, wir müssen jetzt jede Pflanze durchgehen in dieser Schule. Deswegen gehen wir jetzt zu dieser Pflanze hier rüber und schauen, ob hier ein Code ist. Wir haben den Code gefunden, da unten 87826. Jetzt müssen wir wieder ins Auditorium reingehen. Wir gehen hier hin, gehen wieder diese Leiter hoch. Jetzt laufen wir die Leiter hoch. Wir sind die Leiter jetzt hochgelaufen. Jetzt laufe ich hier in diesen Gang rein. Jetzt sind wir in diesem Haus. Jetzt wähle ich hier den Code ein. 8, 7, 8. Der Code ist übrigens bei jedem Spieler anders und jedes Mal neu. Jetzt gehen wir hier die 2 ein und dann die 6. Jetzt können wir hier raufklicken und jetzt öffnet sich dieser Raum hier. Den kennen wir schon. Diese Kugel ist ziemlich cool. Wir haben hier jetzt auch eine neue Notiz. Und was wir außerdem haben, wir können nochmal unser schnelles Auto spawnen. Wir fahren nämlich jetzt nochmal zu dem Portal. Das ist hier in diesem Berg. Wir steigen aus, gehen hier rein und wenn ihr alle Schritte befolgt habt, ist hier ein Portal. Wenn man darauf geht, kommt dieser Effekt. Wir können diesen Knopf drücken, aber es passiert noch nichts. Wir können hier durchgehen, aber es passiert auch nichts. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir das Video auf der linken oder rechten Seite an.